Herzlich willkommen, lieber Stier. Ich möchte heute für dich schon mal schauen, was der Mai energetisch für dich schon bereithält, was wir da mit den Karten schon sehen dürfen. Ich lege heute das keltische Kreuz und dann schauen wir mal, was für ein Thema das sein könnte, was für Energien wir da schon sehen. So, wie immer mische ich erstmal die Karten in der Hand, um ihnen die Gelegenheit zu geben, rauszufallen. Natürlich kann das wieder nicht auf alle zutreffen. Ich sehe nur die Energien, ich sehe nicht konkrete Ereignisse. Ich versuche selbstverständlich Beispiele zu finden. Aber die werden wahrscheinlich nicht eins zu eins auf dich zutreffen. So, das einmal nur kurz vorweg. Ach so, und was vielleicht auch nochmal spannend ist, Könige und Könige sind Personenkarten, die sind nicht geschlechtsspezifisch, ne? Also auch wenn du dich mit keinem Geschlecht identifizieren kannst, ne, dann sind die trotzdem wichtig für dich. Oder wenn wir auf einen Mann gucken, einen König, und du bist. Und du guckst aber auf eine Frau, ne? Dann denk dir das dementsprechend einfach bitte um. So, beim Stier fallen die Karten gut. Ich hatte ja tatsächlich ein bisschen, also bei den Wassermann und Fisch haben sie sich ein bisschen geziert. Bei dir fallen sie extrem gut. Vielleicht sind da einfach die Nachrichten schon auf dem Weg. Möchten schon gesehen werden und man soll sich schon mal ein bisschen vorbereiten. Die Karten nehme ich wieder mit rein. Das sind zu viele und mit dem Bild nach oben rausgefallen. Ich weiß, dass andere Kartenleger das anders machen, aber das ist so meine Art, Karten zu legen. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Oh, beim Thema haben wir Klarheit, aber auch eine Last. Hier kommt der Impuls auf Klarheit. Aber das wird dich auch massiv belasten. Ne? Das Schöne ist bei der Last, es ist eine vorübergehende Last. Und auch bei Gefühlen möchte ich euch ganz deutlich sagen, wenn wir Herzschmerz und Kummer und so negative Sachen fühlen, die wir aber eigentlich nicht fühlen wollen, das sind vorübergehende Sachen. Gefühle sind wie Gäste. Sie kommen und sie gehen. Man kann sie nicht festhalten. Ne? Auch schlechte Gefühle. So, jetzt haben wir hier einmal irgendwie einen Impuls auf Klarheit. Das kann sein, dass jemand eine Andeutung macht. Irgendetwas, was derjenige weiß, was du aber nicht weißt, was aber für dein Leben irgendwie wichtig sein könnte. Ne? Ich sag mal so als Beispiel, sagen wir, du triffst dich mit Freundinnen abends auf einen Drink, ihr sitzt in der Bar und dann lässt plötzlich irgendeine Freundin, die deinen Ehemann auch gut kennt, lässt so einen komischen Satz fallen. So von wegen, naja, ich würde mich ja wundern, wenn mein Mann jeden Abend erst um 21:30 nach Hause kommt. Na, so. Und du merkst irgendwie so zwischen den Zeilen, da ist mehr Wahrheit drin, als sie in Wirklichkeit verraten möchte. Und jetzt ist natürlich deine Position, möchte ich das wissen, was sie weiß, oder möchte ich das nicht wissen? Weil dieses Wissen wird auf jeden Fall eine Last für dich bedeuten. Das kann sich, wie gesagt, um alle möglichen Bereiche handeln. Das muss nicht dein Ehemann sein, das muss nicht die Liebe sein, das kann auch Familie sein, Schule deiner Kinder, Job, anderes soziales Umfeld. Ich habe keine Ahnung, persönliche Entwicklung. Ne? Also was kann das sein? Aber auf jeden Fall wird erstmal diese Wahrheit zu erfahren, wird belastend sein. Aber es scheint eine Wahrheit zu sein, die ans Licht kommen möchte. So, wir haben hier einmal das Bewusstsein und wir haben das Unterbewusstsein. Wir haben im Bewusstsein haben wir Menschen, die dich unterstützen und die wirklich bei dir sind und sagen, hey, wir lieben dich, es ist alles in Ordnung, wir unterstützen dich und egal was du tust, wir werden deine Erfolge mit dir feiern und wir werden bei deinen Niederlagen mit dir weinen. Ne? Das hier ist wirklich eine schöne Karte. Es sind aber wenig Menschen auf der Karte, das möchte ich auch nochmal betonen. Das heißt, das ist kein, es sind nicht irre viele Menschen, die dir nahe stehen. Das sind eher so ein, zwei, drei Leute, die dir wirklich sehr nah und am Herzen stehen und wirklich, denen du wirklich wichtig bist. Ich habe mal neulich einen Satz gehört, den ich sehr gut fand dafür. Fünf Freunde zu finden innerhalb von einem Jahr ist sehr leicht, aber einen Freund über 5 Jahre zu behalten, das ist schwer. Im Unterbewusstsein haben wir irgendetwas von früher. Das kann irgendetwas sein aus der Kindheit, das kann irgendetwas sein aus deiner Vergangenheit, vielleicht auch nur von vor 10 Jahren. Irgendetwas, was dich da noch umtreibt und was irgendwie noch wichtig wird für jetzt. Irgendwas, was da noch so an der Oberfläche oder unter der Oberfläche schläft. Vielleicht eine kleine Traumatisierung oder, also das wäre der natürlich Worst-Case-Fall, aber vielleicht auch irgendwas einfach, was nicht richtig aufgearbeitet wurde, was dich einfach noch umtreibt, was einfach dein Handeln und dein Denken noch bestimmt, was dir selber aber gar nicht bewusst ist. Jetzt gucken wir auf die Vergangenheit. Hier hatten wir sehr viel Verteidigungsmodus. Hier hatten wir sehr viel, ich kann niemandem trauen, ich muss mich wehren.
Das ist auf der einen Seite natürlich eine Karte, wo man denken könnte, okay, da sind viele Anfeindungen gewesen. Es kann aber auch sein, dass das ja ein ungesundes Misstrauen ist, dass man da irgendwie an jeder Ecke Feindseligkeiten erwartet hat und dann schon gleich die Stacheln ausgefahren hat. Menschen vielleicht auch nicht richtig an sich rangelassen hat und dadurch so ein Stachelschwein-Image gekriegt hat. Das ist jetzt ganz blöd also dieser Ausdruck ist jetzt gerade komplett ausgedacht, aber dieses, ich lasse niemanden an mich ran und wenn jemand mir zu nahe kommt, dann fahre ich die Stacheln aus. Sowas, ne? Nahe Zukunft, hier haben wir etwas Neues. Da wird irgendetwas neu gemacht. Es kann auch sein, dass du hier neue Wege gehst aufgrund dieser Wahrheit, die du erfahren hast. Das ist hier so ein bisschen wie der Reset-Knopf, ne? Ich drücke einmal auf Reset und dann starten wir neu. Na, alles, was ich vorher mir aufgebaut habe, ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich packe jetzt meinen Rucksack und ich gehe jetzt in die Welt hinaus und mache eine Weltreise und der Rest kann mich mal, wird abgeschüttelt und ist nicht mehr existent. Na, sowas in der Art. Es kann aber auch sich tatsächlich einfach nur um eine neue Verhaltensweise handeln oder vielleicht auch einfach den Beschluss, ich möchte etwas anders machen, ich möchte mich anders verhalten, ich möchte Dinge anders sehen, ich möchte mich anders präsentieren. Sowas in der Art kann das auch sein, ne? Aber diese Stimmung, diese ich packe meinen Beutel und gehe jetzt los, ne? Die haben wir hier in dieser Karte drin. Die Einstellung zu Karte 1 und 2. Ja, du möchtest diese Wahrheit wissen. Und du möchtest auch nicht in dieser Unklarheit gelassen werden. Das ist eine ganz wichtige Einstellung. Ich weiß nicht, ob sie dir bewusst ist oder eher so was Unbewusstes ist, aber es wirkt hier, als ob das sehr, sehr wichtig ist für dich, die Wahrheit zu erfahren und hier Klarheit zu bekommen, ne? Auch wenn dich das schmerzen wird. Es wirkt hier sehr, sehr wichtig. So, wir haben hier das Umfeld und das Umfeld hat hier einen wahnsinnig guten Einfluss auf dich. Also wir haben hier eine absolute Glückskarte. Das kann sein, dass jetzt hier sehr viel Aufmerksamkeit auf dich zukommt, dass das Umfeld dir gute Ratschläge gibt, wie du damit umgehen sollst. Die Sterne ist immer so ein Ausblick in eine bessere Zukunft. Es ist gleichzeitig auch so eine Überflusskarte und soll auch den Jungbrunnen anzeigen. Das heißt, dein Umfeld wird dir gut tun, dein Umfeld wird dich unterstützen. Ich würde tatsächlich auch in deinem Umfeld Unterstützung suchen, als bei der Person, über die du diese Wahrheit erfahren hast. Na, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Es wirkt wie jemand, der dir sehr stark oder sehr nahe steht. Elternteil, Partner, Liebesbeziehung, ich habe keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall dieses andere Umfeld, was dir reinen Wein eingeschenkt hat, die meint es eigentlich wirklich gut mit dir. So, was haben wir hier? Hoffnungen und Ängste. Und gleichzeitig, das ist auch so typisch, ne? Auf der einen Seite, ich will unbedingt Klarheit, aber ich habe auch total Angst davor, die Wahrheit zu erfahren, ne? Das ist so eine ganz typische Geschichte, ne? Du hast Angst, dass da jetzt wirklich ein Sack aufgemacht wird, dass da die Büchse der Pandora geöffnet wird und die ganzen Geister rausfliegen und du denkst, Scheiße, hätte ich mal bloß den Deckel drauf gelassen, ne? Das ist eine ganz wichtige Information. Gleichzeitig brauchst du diese Wahrheit auch und du willst sie. Aber das ist, glaube ich, was völlig Menschliches, dass man auf der einen Seite sagt: Oh Mann, ich muss das wissen, aber ich habe auch furchtbar Angst und den Hosenboden gestrichen voll vor dem, was jetzt rauskommt. So, langfristige Zukunft. Und da haben wir hier richtig schön. Also, das ist eine schöne Karte. Bei der Herrscherin ist eine Entwicklung passiert. Die Herrscherin zeigt sehr viel Weiblichkeit, weibliche Stärke, weibliches Wachstum, aber auch Fruchtbarkeit. Wenn ihr zum Beispiel einen unerfüllten Kinderwunsch habt, hier, ne, da ist die Fruchtbarkeit. Oder die weibliche Fruchtbarkeit. Oder die Empfängnisbereitschaft, möchte ich jetzt auch mal fast sagen, ne, im energetischen Sinne, ne. Bei der Herrscherin ist es so, die ist, also du bist quasi von dem kleinen Mäuschen, was die Wahrheit nicht kannte, wirst du wachsen zur Herrscherin, zu jemand, der die Dinge in die Hand nimmt, Dinge ins Wachstum bringt, Dinge selber beherrscht, sehr gut mit in diesen Wahrheiten umgehen kann und vielleicht auch juckt sie diese Wahrheit nicht mehr, weil sie einfach so in einer höher gestellten Position ist, ne? Ihr müsst euch die Herrscherin wie so eine Art Waldhexe vorstellen, ne? Der Herrscher selber, der sitzt auf so einer Burg und ist eher in so einer Ritterrüstung und sie ist eher so, sie sitzt mitten im Wald und hat da so die Finger oder beziehungsweise die Herrscherkraft drauf, was da so im Wald passiert, ne? Dass die Tiere sich vermehren, dass der Wald gut wächst, ne? Passt da gut drauf auf, so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein guter Waldgeist, ne? Der da überall die Hand drauf hat und einfach guckt, dass vieles wächst und vieles einfach im Gleichgewicht bleibt, ne? Von Natur
Technischen. Die Herrscherin ist auch jemand, die immer sehr gut darauf hinweist, wenn du dich sehr unwohl fühlst, dann schau, dass du vielleicht Kraft und Stärke in der Natur findest. Vielleicht mal so einen Waldspaziergang ausprobieren, ob dir das gut tun könnte oder sowas in der Art, ne? Auf jeden Fall kommst du hier von einer Position von ich wurde geblendet und ich weiß die Wahrheit nicht, kommst du hier in eine Position, wo ich weiß die ganze Wahrheit und sie perlt von mir ab und es interessiert mich irgendwie gar nicht mehr, ne? Ich kann damit gut umgehen und ich kann auch mit dieser Wahrheit arbeiten. Und aber meinen eigenen Weg auch ins Wachstum bringen, ne? Das ist was sehr, sehr Schönes. Das ist so ein bisschen wie, als ob du erst auf so einem einsamen Parkplatz, so einem betonierten Parkplatz stehst und eigentlich da relativ unglücklich bist. Und vielleicht ist der Parkplatz hier, dieser Beton, der ist grün angemalt und du denkst, das ist ein Garten, ne? Und dann sagt irgendjemand, Leute, das ist Beton, der ist grün angemalt, das ist kein Garten. Und dann merkst du, ah, wie kann ich so dumm sein? Oh Gott. Ne? Und dann fällt man natürlich erstmal aus allen Wolken und denkt sich, okay, ich weiß aber gar nicht, wie Gras aussieht. Das ist jetzt ein sehr seltsames Beispiel, ich weiß, aber ich muss das einmal kurz sagen, weil ich das so präsent im Kopf habe. Ne? So, und dann fängst du natürlich an, den Beton runterzureißen und bringst Dinge ins Wachstum. Und dann am Ende hast du wirklich einen Garten und nicht nur mit Rasen, sondern mit vielen Blumen und Bäumen und Sträuchern und allem drum und dran. Wie gesagt, das wirkt hier so ein bisschen wie so eine Entwicklung, ne? Von mir sagt, dass der Beton der Rasen ist, obwohl er nur grün angemalt ist und ich glaube das, bis hin zu jemand, der wirklich diesen Garten mit den eigenen Händen kreiert. So, das war jetzt sehr, sehr seltsam, dieses Bild, was ich da gemalt habe, aber ich hoffe, lieber Stier, es ist halbwegs verständlich. Wenn ihr Fragen habt oder irgendetwas noch sehr unklar sein sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ja? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.